Diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Oh, das sind die schon wieder. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hast es doch, die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest. Und nicht ich, oder? Willst du etwa behaupten, ich hätte sie verloren? Aber egal, ich will nichts mehr darüber hören. Auf jeden Fall hast du sie hier irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was dir so sonst blüht. Du wirst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lassen wir diese alte Trantüde hier. Verstanden. Die Arme. Warum bin ich aber dieser komische Mario hier? Hey, ich habe dich erwartet. Du bist Mario, oder? Ein schöner Name. Und ein schöner Körper, deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Und dann werde ich als Mario leben. Hast du es bemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper übernommen. Ich habe die Gabe, mich selbst und andere zu verwandeln. Aber Namen und Körper zu nehmen reicht nicht, um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens und des Körpers muss ausgelöst werden. Deshalb habe ich dich hier erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es so einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du rätst, wie ich heiße, gebe ich dir Namen und Körper zurück. Was sagst du? Interessant, oder? Also denk nach, wie heiße ich wohl? Weiß doch ich nicht. Doch, warte, Buben. Würde aber sagen, Buben. So, oder? Daneben, was für eine groteske Idee. Ich werde dich auslöschen. Und versuch ja nicht zu fliehen. Jetzt gibt es wohl einen interessanten Kampf. Denkst du etwa nicht gerade darüber nach wegzulaufen, oder? Ich rate dir nicht dazu. Doch. Feigling einfach abzuhauen. Da ist schon jemand. Der Fluch ist gebrochen, weil Mario den Geist verjagt hat. Diese rote Mütze und die blaue Latzhose, ein hinreißender Mann. Du solltest dir ein Beispiel an ihm nehmen. Ich bin ein Geist. Wenn es nach mir ginge, dann schon lieber eine Krähe als ein Schwein. Eine Krähe kann wenigstens fliegen, aber ein Schwein? Jetzt, wo der Geist vernichtet ist, bin ich eigentlich überflüssig hier. Aber ich werde das Tor weiterhin bewachen. Manchmal laufen seltsame Gestalten hier rum. Solche wie du zum Beispiel. Du scheinst mir eine ziemliche finstere Gestalt zu sein. Oh, er sieht mich. Jetzt dadurch vielleicht sogar? Nö.
Wenn ein Schriftsteller auch in der Düsternis reicht das Mundlicht zum Schreiben. Ah, okay, das haben wir schon. Oh, welche Art von Büchern magst du eigentlich? Ah, es liest auf einmal. Krimis finde ich sehr gut. Vielleicht solltest du einmal etwas über Sinnvolleres lesen. Kra, kra. Sieht gar nichts. Der Flug ist gebrochen, dieser Mario ist ein wahrhaft ungewöhnlicher Mensch. Oh mein Gott, verflixt, es rutscht mir immer noch wieder raus. Der Mond hat mich erhört. Ich bin nicht zum Schwein geworden. Weißt du eigentlich, wer auf dem Mond lebt? Bist du ein Tragträumer, ein wichtiger Romantiker, oder? Die wieder. Reden. Die sagen auch nichts. Mario haben wir es zu verdanken, dass unser Dorf wieder normal ist. Solltest dich auch bei ihm bedanken, wenn du ihn siehst. Ah, mir geht es dafür schlecht, gerade. Oh, was ist hier los? Schnee, Schnee, was soll ich nur tun? Schnee. Also ich vermisse enorm wichtig. Auch meine Erfahrung als Schwein werde ich nie vergessen. Muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilda mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Wie? Ein Mann mit roter Mütze und blauer Latzhose? Klar kenne ich den. Das ist Mario, der große Abenteurer. Bist du auch ein Abenteurer? Alle sagen immer, ich sei unsichtbar. Wie ein wandelnder Schatten. Aber du bist über- und übersehbar. Dabei bist du doch auch ein wandelnder Schatten, oder? Willst du lieber eine Weile hier wohnen bleiben? Für einen Schatten wie dich ist das hier kein schlechter Ort. Ich will kein Schatten sein. Was man einmal gelernt hat, muss man immer wieder üben. Wenn ich das nächste Mal ein Schwein werde, möchte ich vorbereitet sein. Was? Niemand wird mehr ein Schwein? Kannst du mich bitte für eine Weile alleine lassen? Noch mal Krähen? Nichts. Oh Mario, wir haben dir so viel zu verdanken. Das hier ist für dich. Lass es dir gut schmecken. Nein, das ist nicht der richtige Mario. Hey, hey, hier bin ich. Ich bin's, Mario. Ah. Irgendwie hat Bomba sich verändert in letzter Zeit. Wie der redet, irgendwie albern. Oh, Mario kann ja doch sprechen. Was für eine Überraschung. Mario hat mir gerade gesprochen. Habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Aber Mario redet ja plötzlich. Schweigsam und geheimnisvoll hat er mir eigentlich besser gefallen. Oh, wer bist du denn? Kann ich mich nicht erinnern, dieses schummerige Gesicht schon mal gesehen zu haben. Mario ist heute gekommen. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde also. Wow. So wird man also wieder vertrieben, aber was muss ich jetzt tun? Ah, hier. Ah, wird Barbara bestraft, wenn sie dieses Item nicht findet? Nee, muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilda mich fürchterlich bestrafen, aber ich kann sie einfach nicht finden. Oh, du hast sie gefunden.
Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Was ist denn da? Die ist ja kaputt. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilde sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas bestraft. Kann man sie reparieren? Das geht nicht. Die kann man nicht mehr reparieren. Was soll ich noch tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück und dann. Trotzdem danke für dein Mitgefühl. Wie heißt du eigentlich? Was? Ich verstehe dich nicht. Dein Name ist dir geraubt worden? Kann ich vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten? Dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir, so jemanden wie du. Also gut. Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Aber nein, mach dir darum mich keine Sorgen. Ich weiß sowieso nicht, ob ich noch länger bei meinem Schwester bleiben möchte. Wir verstehen uns nicht gut. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was ich ihre Schwester bin. Und nicht ihr Bruder. Deswegen fühlt es sich jetzt noch schlimmer an, wenn sie mich schlecht behandelt. Und du warst so nett zu mir, deshalb möchte ich jetzt dir helfen. So macht man das doch, oder? Bitte. Nee. Barbara gehört zum Team. Aha, okay. Aha. Du hast mir den Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir darüber in Erfahrung bringen können. Weißt du, von den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts eine Ahnung. Im Wald kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du all ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas, das uns weiterhilft. Also lass mich dir mit meinen Kräften helfen. Cool. Neulich habe ich mit Krakeel aus Tottown gestartet. Der hat jetzt Glasfaserkabel für alle seine Leitungen. Ist ja super. Da kann er jetzt 100 MB oder mehr ganz flott runterladen. Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann man nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause. Da muss man immer auf dem Laufenden sein. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Okay. Cool. Okay. Die Probleme mit der Energieversorgung werden wirklich immer gravierender. Ja, da hast du recht. Bevor die fossilen Brennstoffe verbraucht sind, sollte man Alternativen finden. Windgeneratoren, Wasserkraftwerke. Am meisten erwarten die Menschen sicher von der Solarenergie. Ah, in Amerika ist es tatsächlich so. So, ja, mal nichts. So, jetzt haben ja die Vögel noch nicht viel gebracht. Hier haben wir noch einen, ganz alleine, einsam. Diese düstere, zwielichtige Welt. Vielleicht habe ich meine Flügel, um eines Tages von hier zu fliehen. So, hier unten haben wir noch zwei. Weißt du, unser Junge macht dieses Jahr Abitur. So groß ist der Kleine schon, unglaublich. Bringt ja gar nichts.
Dieser Mario-Verschnitt, der gerade im Dorf beim Dorfversteher ist. Keiner hat gemerkt, dass er dieser Geist ist, der alle in Schweine verwandelt hat. Die Menschen sind wirklich unglaublich. In den Kellergewölben der Spukabtei kann man den Namen des Geistes finden. Aber wenn jemand ihm seinen Namen sagt, geht die Zauberkraft verloren. Bin ja gespannt, wie das noch enden soll. Hast du gehört? Sie sagen, der Name ist im Kellergewölbe der Abtei versteckt. Gehen wir, schauen wir uns diesen Keller einmal an. Na toll. Also dürfen wir den ganzen Weg wieder laufen. Hey, ich hab dich erwartet, ich hab im Dorf aufgelauert, aber ich wollte dich nicht mein wahres Gesicht zeigen. Also bist du der Geist, der diesen Namen, diesem Mann Namen und Körper gestohlen hat. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Nun gut, mein Freund, auch dieses Mal bekommst du eine Chance. Wenn du jetzt Sicherheit bekommst, bist du den Namen ranzuhören. Feigling, einfach abzuhauen. Er hat uns hinters Licht geführt. Wir müssen schnell den Namen und deinen Körper wiederfinden. Aha, man kann das schieben. Gut, das geht aber wieder runter. Die Fähigkeit hier, und da kann man auch irgendwie runter, kann das sein? Aber so kommt man jetzt nicht dadurch. Was ist hier drin? Eine Insignie! Und speichern. Da muss hier irgendwas kommen. Wahnsinn. Ah, hab ich gewusst, dass da was ist. Ich hab's gewusst. Da was sein musste. Jetzt kommen wir dann nach hinten hin. Den Stein kann man dann zerschlagen. Das ist doch ein Loch, oder nicht? Jetzt geht's. Angriffswert für Sprung- und Hammerattacken steigt um 1. Wow. Guten Morgen, guten Morgen. Buchstabe P, der hilft Marios Namen und Körper zu retten. Ah, das ist P. Öffnet die Tür eines Zimmers. Oh mein Gott. So, machen wir erstmal die Tür hier auf. Deswegen war auch die Tür verschlossen hier. Gehen wir mal hier rein. Ah, das ist eine Abkürzung. Ich habe dich erwartet. So, probieren wir es mal aus, ob das wirklich jetzt stimmt. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das P, was wir vorher nicht hatten.
Wenn das wirklich stimmt. Nein! Wie konntest du meinen Namen erraten? Das ist. Warum? Wie? Mir dreht sich alles. Daher, wir müssen deinen Körper und deinen Namen zurückholen. Ich an deiner Stelle wüsste, wohin ich fliehen würde. Hier sind wir zurück beim Spukabteil. Wir werden jetzt erstmal einen Secret Boss machen, sofern es natürlich in dieser Schattengestalt geht, sage ich jetzt mal. Und zwar, wir haben hier diese Geister hier, die hier schon lauern. So, man muss die Geister hier nur ärgern. Und da passiert es hier. Lügner! Du hast gesagt, du würdest mich nicht ärgern! Schmeiß den raus! So, und jetzt kommt der Secret Boss. Es tun sich alle 200 Geister in der Anzahl. Auf ihn! Jetzt haben sich die Geister alle versammelt. Und sind zu einem großen Buh geworden. Das tut weh, hä? Mal gucken, was der Geist kann. Der macht ziemlich viel Schaden. Der hat 40 Leben. Ja, die Attacke war nicht schlecht. So, jetzt macht er wieder so. So, jetzt geben wir ihm. Bam! Und das war's. Das war das Secret Boss. Und hier bekommen wir ein... Der Orden Elektriker. Ein kleines Stück Glück zu Beginn eines Kampfes. Cool. Stark. So, und jetzt gehen wir zum richtigen Boss. So, hier sind wir jetzt ganz oben wieder, da wo wir den Boss besiegt haben und das Sternjuwel bekommen haben. Hey, ganz schön aufdringlich, mir ist bisher nachzulaufen. Hab schon verstanden, wir sollten endlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Klar, Mario. Keine Frage. Der hat sich mit diesen Hexen verbündet, weil der alleine keine Chance hat. Ich werde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut, Mario. Zeig denen, was du kannst, Bomber. Alles klar, geben wir es diesem gesichtslosen Typen. Wir haben ihn Mario genannt, wenn der Kleine deinen Namen und den Körper gestohlen hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Oh nein! Dann habe ich also diesem Mario geholfen. Wie konnte ich nur? Hey, wo gehst du hin? Na nun? Ein Streit unter Freunden? Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Wow. Und so werde ich alleine gelassen. Schauen wir mal, was wir tun können. Nicht die da hat so viel Talent.
Freunde zu finden. Manchen laufen sie davon. Wow. Ich kümmere mich nur um dich, Freund. Was soll das? Ich nehme Schaden. Ah, Verflix! Kaum hast du meinen Namen erraten, muss ich leiden. Richtig so. Oha. Ich könnte jetzt mal mein Maxi-Beben mal benutzen. Kann ich zweimal nutzen. Und perfekt. Und jetzt geht's ab hier. Zeit für die Sternenparty. Au. Hey, es reicht. Verzeih mir, Brunhilda, aber ich lebe für meine Liebe zu Mario. Mario, in guten wie in schlechten Zeiten werde ich dir beistehen. Ich habe mich entschieden und das gibt sowohl sowieso keinen zurück mehr. Wie nett. Wir machen nochmal das Maxi-Beben. Wir wollen das schnell hinter uns bringen. Und perfekt. Und nochmal. Schatten. Oh, ein Feuerschaden. Das ist nice. Mario, du musst aufpassen. Aua. Hey, lass das! Gumbrina! So, Sterne habe ich leider keine mehr, aber wir nehmen das hier. Zack! Wie gesagt, gegen meine Freunde habe ich nichts, aber dem Scharlatan werden wir es jetzt geben. Da bildet sich wirklich ein, er könnte Mario schlagen. Hey. Lasst es. Jawohl, wieder Schaden. Und nochmal eins auf die Mütze mit dir. Bam. Das ist. Warum? Wie konntest du? Wenn du wüsstest, wer da wirklich dahinter steckt. Schon schlimm, dass die Mario nicht erkannt haben. Was ist das denn? Verdammt! Das zahle ich dir heim! Was? Mario ist geflohen? Nein! Das dort ist der echte Mario! Oh, wir sind hereingelegt worden! Oh, wir hätten es wissen müssen. Wie konnten wir nur auf diesen Betrüger reinfallen? Es tut uns so leid! Wer ist die da eigentlich? Gehört die nicht zu diesem Schattentrio?
Wieso steht die plötzlich auf deiner Seite, Bomber? Also. Oh yeah. Mario. Na gut, schließlich hat sie uns ja auch geholfen. Seien wir also nicht kleinlich. Mario, auch wenn ich jetzt weiß, wer du bist, ich würde sehr gern bei dir bleiben. Cool. Barbara gehört jetzt wirklich zum Team. Wow. Hier, bitte. Wie nett. Und da haben wir jetzt endgültig das Sternjuwel Nummer 4. Jetzt haben wir Mario Land die Sternattacke Power Ring. Mario konnte den Geist Rumpel verjagen und bekam Namen und Körper zurück. Er hat jetzt 4 Sternjuwelen, bleiben noch 3, die er finden muss. Mehr als die Hälfte dieses Abenteuers ist damit bereits überstanden. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Juwelen fort. Aber was ist wohl aus Brunhilda geworden? Brunhilda und Roberta geworden? Und aus Rumpel? Ja, Rüpel, aber gut. Wo bleibt denn Barbara nur? Wer weiß, wo sie überall nach der Bombe sucht. Oh, es geht weiter mit Peach. Ist das wirklich wahr? Jawohl, Nachforschung über das Äonentor. Bestätigen Brunhildas Behauptung, die Kraft des Siegels ließe nach. Endlich ist es soweit. Der Schatz und die uralten dunklen Mächte sind unser. Sehr gut. Die Sternjuwelen haben weiterhin höchste Priorität. Natürlich heißt das auch, dass Mario besiegt werden muss. Zu Befehl. Sobald diese Macht mein ist, werde ich die Welt in einen Abgrund der Furcht stoßen. Niemand kann mich stoppen. Die Welt wird von der Kukrionen erzittern. Und ich, Crucius, werde eine neue Welt aufbauen. Meine eigene, von mir für mich erschaffene, wundervolle, ideale, perfekte Welt. Tech, hast du mich gerufen? Was soll ich tun heute? Tanzen, mich verkleiden oder ein Lied singen? Ich bin verzweifelt. Was? Was ist mit dir, Tech? Du bist ganz anders als sonst. Was ist wichtiger, einen Befehl zu befolgen oder die Welt eines geliebten Menschen zu retten? Ich existiere für nur einen einzigen Menschen, möchte für ihn da sein. Was soll ich tun? Was soll das heißen? Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir weh, dich zu beängstigen. Gut. Lass uns ein Quiz machen. Ein Quiz? Korrekt. Antworte auf meine Fragen. Wähle die richtige Antwort aus 3 Optionen. Wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, kannst du eine Mail schicken. Was soll das denn jetzt? Frage 1. Was passiert, wenn man alle 7 Sternjuwelen hat? Korrekt. Frage 2. Was ist das Ziel des Krugs? Korrekt. Frage 3. Tech, aber du. Antworte bitte. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Ich glaube, die Seele eines Dämons war das doch, oder? Korrekt. Frage 4.
Korrekt. Frage 5. Ich bin mir jetzt sicher. Das legendäre Schwert und die Sternjuwelen. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, das legendäre Schwert war's. Sternjuwelen auf keinen Fall. Oder doch? Einen Zauberspruch glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das legendäre Schwert. Weil später noch mal. Oh. Korrekt. Damit sind 5 Fragen richtig beantwortet. Du kannst eine Mail schreiben. Tech, du. Durftest du mir das denn sagen? Bitte Nachricht eingeben. Gut. Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Das war alles für heute. Du kannst zurück auf dein Zimmer. Danke. Du bist wirklich ein seltsamer Computer, Mr. Tech. Gute Nacht, Pete. So, jetzt kommt wieder Bowser bestimmt. In dieser Stadt mit den Wolken, Falkenheim, gibt es angeblich irgendein Geheimnis. Wir sollten das Luftschiff dort hinnehmen. Hey du, einmal Dämonenklasse und einmal junge Dame. Uah, König Bowser und eine alte Hexe auf einem fliegenden Staubwedel. So eine Frechheit, was für ein ungehobelter Kerl. Aber eure Abwesenheit, wo seid ihr? Hallöchen, ihr Lieben, wie geht's euch? Heute mal ohne Cam, ja. Hiermit bin ich schneller. Falkenheim, da war ich schon mal. Ich kenne den Weg. Du solltest dich lieber schonen. Komm ruhig mit dem Luftschiff nach. Bist du wieder daheim? Ist doch schön. Wartet doch, euer Flugtauglichkeit. Dabei habe ich extra ein leckeres Lunchpaket für den Flug mitgebracht. Tja, Bowser hat wohl keine Lust auf Essen. Ist das Ding etwa kaputt? Auf geht's! Das ist ja echt wieder witzig gemacht. Au! Rein. Ah, okay. Ja. Wow. Nein, heute nicht. Heute mal ganz relaxed.
Und sonst, wie geht's euch? Hattet ihr einen guten Start in der Woche? Das war ja echt widerlich. Nein, Bowser. Der beißt. Hilfe! Euer Nasspelzigkeit. Hier seid ihr also. Ich habe euch gesucht. Wo wart ihr denn nur? Nun, jedenfalls, Falkenheim war absolut fantastisch. Die Arena, die Kämpfe, einfach atemberaubend. Ich habe sogar getanzt. Und das in meinem Alter. Diese Hotdogs, die waren einfach köstlich. Habt ihr auch so viel Spaß gehabt, euer Kurzmatigkeit? Euer Heißatmigkeit. Ich musste mein nacktes Überleben kämpfen und du wagst zu fragen? Du fragst, ob ich auch so viel Spaß hatte? Taktloses Pack. Bin ich denn nur noch von Versagern umgeben? Geh und besorg endlich genaue Informationen über Peach und die Sternjuwelen. Vielen Dank, Philipp Gaming. Thanks for the follow. Willkommen. Dass dieser Kerl der falsche Mario war, der hat uns alle reingelegt. Es tut mir so leid, Mario. Ich fürchte, du bist jetzt sehr ärgerlich auf uns. So habe ich es von dir erwartet. Ein echter Abenteurer. Du hast einen Hoffnungsschimmer in unser düsteres Dorf gebracht. Also dann, Mario, zurück nach Rolling. Gehen wir. Du bist in unserem Dorf immer willkommen. So Leute, hier machen wir erstmal Schluss. Wir haben den nächsten Ort gerettet und wir haben jetzt 4 Sternjuwelen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.